Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Car-Mechanik-Simulator bzw. zum Automechaniker-Simulator hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Fahrzeug und das ist dieses Fahrzeug hier, dieses hübsche Ding hier. Gucken wir uns mal erstmal an, was er hat. Aha, Bremsen sind schlecht, das ist relativ easy. Lauter Auspuff, kein Problem. Schalten, wahrscheinlich Getriebe irgendwas. Ja. Getriebe, Bremse und Auspuff. Eigentlich keine Ursache, kein Ding. Eigentlich kriegen wir das ohne Probleme hin. Aber das ist, machen wir erstmal die Reifen weg. Die müssen wir erstmal runter machen. Jetzt kann man ja die Bremsen. Die sieht aber relativ gut aus. Ergo wird das Ding bleiben. Das sieht schon wieder ein bisschen was anders aus auf der Seite hier. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge, ob ich das Auto heute dieser Folge kriege. Ja, wir gucken einfach mal, wie weit das schon. Oh ja, das sieht schon ein bisschen anders aus. Also runter mit den Bremsbacken und Bremsbelägen. Ja, das sieht schon wieder so aus, als wäre der Getriebe etc. ein bisschen zickig. So, das können wir auf jeden Fall erstmal soweit machen, dann geht das hier hinten weiter. Da kann nur ein Bremssattel runter. Ja, das sieht auch soweit okay aus. Und da gucken wir mal da noch schnell dran, aber das sieht auf den ersten Blick eigentlich gut aus. Würde ich sagen. Ja, das sieht aus, als wäre da alles soweit okay. Gucken wir mal auf die. Ja, da ist irgendwas noch anderes dran. Da ist irgendwas noch anderes. Ich schaue es mal. Warte mal. Warte mal. Guck mal das ganze Ding mal hier an. Das sieht aber auf eigentlich gut aus. Warte mal, hier könnte. Ah. Dann nehmen sie mal runter. Weil irgendwas muss ja mit Bremse zu tun haben. So. Hier ist schon alles runter. Ich nehme mal Reifen. Ich nehme sie runter, weil es kann ja auch da hinten irgendwo ein Problem geben. Na? So. Gut. Dann nehmen wir die auch runter. Eigentlich auf den ersten Blick sieht sie gut aus, aber wer weiß, ob sie da wieder. Kann ja auch hier Bremskolben irgendwas sein. So, gucken wir mal rauf. Ja, da fehlt noch irgendwas. Also Thema Getriebe werden wir gleich auf jeden Fall gucken. Auspuffgetriebe, das ist eigentlich kein Ding. Das ist eigentlich kein Akt. Aber was könnte noch damit zu tun haben? Wenn die Bremse kacke ist. Ja gut, klar. Müssen wir mal drauf gucken, weil anders geht's ja nicht. Scheibe. Ist da hier irgendwas noch dran? Da ist auch nichts dran. Gucken wir mal hier. So, gucken wir hier drauf, ob da nicht irgendwas ist. Aber das könnte. Bremsscheibe rechts. Da unten. Nein, das ist grau. Hä? Wieso bist du ausgegraut? Fragezeichen. Erstmal die Abgase. Erstmal das runter. Gut, theoretisch kann man jetzt mal eine Diagnose stellen. Das Flammrohr kann nicht. Gucken wir mal, ob wir dann die Diagnose packen können. Diagnosewerkzeuge. So. Mal schauen, was er hat. Aber was findet, wohlgemerkt. Aha, ABS-Steuergerät ist es. Das ABS-Steuergerät. Okay, das könnte klar sein. Das hat er ja auch schon angezeigt, ein bisschen, dass da irgendwo was noch nicht ganz in Ordnung ist. Dann ist es nämlich hier hinten. Dann kriege ich das. Geht das mal raus. Gut, dann haben wir das zweite auch. Ja,
Das ist auch so, Katalysator, Abgaskrümmer, dann gehen wir nochmal ran an den Motor. Fragezeichen, komme ich da von vorne ran an das Teil. Doch, hier oben ist es. Ja, komme ich. So, dann haben wir das auch raus schon mal. Und jetzt ist, glaube ich, das ganz große Problem das Getriebe. Das werden wir uns jetzt kümmern, wenn wir das noch rausreißen. Und eventuell kriegen wir sogar das Auto komplett fertig. Dazu brauchen wir eigentlich nur diese Seite hier. Mal einmal komplett auseinandernehmen. Wenn ich das schaffe. Jawohl, kriege ich es so hin? Frage. Nee, kriege ich natürlich nicht so hin. Schade, das war ja zu toll gewesen, wenn es geklappt hätte. Eigentlich, dass es nicht so der Fall ist. Ja gut, da muss diese muss ein bisschen was raus, ja. Sieht so aus, als würde nur das Fahrwerk gehen müssen. Ah, dann doch ein bisschen basteln. Aber ich glaube, es könnte sein, könnte reichen, dass es die Seite hier ist. Gucken wir einfach mal. Und das ganze Ding. Aber ich befürchte, dass wir einmal die komplette Seite ziehen müssen. Warte mal. Ich hätte gerne das Getriebe. Wenn ich dann. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, es ist halt diese komische Welle hier. Wenn die raus. Warte mal, ich kann mal gucken. Ich muss ja gucken. Vielleicht komme ich von der anderen, wenn ich die andere Seite ein bisschen auseinandernehme. Könnte das was werden? Wenn ich hier die Antriebswelle ziehe. Dann könnte ich versuchen, das Getriebe. Dann brauche ich nicht alles auseinander zu bauen. Dann kann ich versuchen, hier an das Getriebe so ranzukommen. Wenn ich Glück habe, reicht das jetzt. Nee. Nee, nee, nee. Oh, ärgerlich. Schade. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre zu schön gewesen. Gucken wir mal. Leider nein. Dann geht erstmal hier das Ding baden. Der Spurstand kommt raus. Und das Ding. Und der Stabi. Vielleicht, wie gesagt. Warum gehst du? Achso, musst du die andere Seite auch gezogen werden. Okay. So, jetzt haben wir mal, dass wir hier vielleicht Glück haben. Das wäre natürlich zu schön gewesen, aber nein, er sagt, ist nicht, also müssen wir doch an die andere Seite ran. Schade, ich hatte gehofft, dass ich das Fahrwerk nicht ausbauen muss, aber scheinbar lässt er uns keine andere Wahl, als das Fahrwerk auch rauszubauen. Also es ist ein Getriebeproblem, ist klar. Wenn man nicht schalten kann, muss es irgendwas mit dem Getriebe zu tun haben. So, vielleicht habe ich jetzt Glück, dass ich jetzt sage, komm. Reicht jetzt erstmal, dass ich hier nur diesen Stabi ziehen muss. So, vielleicht schaffe ich es. So. Ne, natürlich nicht. Dann nehmen wir schon mal den Anlasser raus. Der aber dran hängt. Also sagt er mir Motorraum. Es könnte auch tatsächlich der Anlasser gewesen sein, der da ein bisschen im Wege steht. Jetzt muss ich aber erstmal einen Motorraum, weil dann kann ich an den Anlasser. Wo hast du denn den? Hier. So, Anlasser weg. Dann hoffe ich, dass ich jetzt ans Getriebe komme. So. Ja, jetzt komme ich ans Getriebe. Okay, es war nicht das Fahrwerk, es war der Anlasser, aber ist nicht tragisch. So, dann machen wir mal hier ein bisschen. Haben wir jetzt erstmal die ganzen Teile raus. Oh ja, es ist einmal komplettes Programm. So. Gut, dann hoffe ich, dass ich jetzt alle Teile erwischt habe. Getriebe. Flammrohr, Abgaskammer schalten, so möglich. Ja. Gut. Dann gucken wir auf die Uhr. Wir sind bei 10 Minuten ungefähr. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, was mit Auspuff zu tun hat. Abgasanlage. Warte mal, habe ich alle Teile jetzt raus reingeschossen?
vom Auspuff weg. Gucke ich gerade. Abgasanlage. Das sind nur zwei Teile. Katalysator und Flammenrohr. Also muss da noch irgendwas raus. Achso, Abgaskrümmer, ja. Den haben wir auch rausgenommen. Gut. Dann könnte es sogar sein, dass wir alle Teile haben. Dann geht es jetzt Step by Step ans Bestellen. Würde ich sagen. Dann kriegen wir das heute Auto sogar noch heute fertig. Zweimal, also Bremssattel Typ A. Machen wir Step by Step. Bremssattel Typ A. Einer. Bremsbeläge 2. Sehr wahrscheinlich vorne. So, da. Ach komm, wir machen einfach. Komm, wir machen es komplett. Er sagt Bremsbeläge, machen wir noch zwei. Daher also vier insgesamt. Ich habe eine komplette neue Bremsanlage. So, dann gucke ich mir das mal da weiter an. Die Bremsscheibe innenbelüftet. Vier Stück brauchen wir dafür. Bremsscheibe innenbelüftet. Insgesamt vier Stück. Glaube ich zumindest, dass es vier Stück sind. So. ABS Steuergerät. ABS, das Steuergerät. Rein. Nächste. Da geht es jetzt wahrscheinlich ans Getriebe, an den Auspuff. Flammrohr, Katalysator. Also Flammrohr auf jeden Fall. Warte mal, Flammrohr, welches Flammrohr? Flammrohr, Flammrohr. R4A Typ B. Flammrohr R4A Typ B. Da. Rein damit. Nächste. Katalysator. Nein. Right. Wir müssen das Geld ja verdienen mit dem Auto. Deswegen ab. Natürlich noch nicht. Kat da Katalysator. Rein damit. Also Katalysator, wie auch immer. Wie ihr es auch sprechen wollt. Abgaskrümmer R4B. Abgaskrümmer R4B. Abgaskrümmer R4B. Da ist er. Rein damit. So, next one. Dann haben wir das Getriebe, ein R4A-Getriebe. Getriebe, R4A-Getriebe, R4A-Getriebe. Da ist es. Einmal kommt das Getriebe neu. Dann noch die Teile fürs Getriebe. Kupplungsscheibe. Nochmal Kupplungsscheibe. Ja. Nochmal. Druckplatte, Kupplungsscheibe, Schwungrad. Und Getriebe. Ja, gut. Okay, das ist ja nicht das Problem jetzt. Dann müssen wir mal kurz gucken. Komplette Kupplung und ein Schwungrad. Kupplung. Und ein Schwungrad. Ein Schwungrad noch dabei. So, müsste eigentlich alle Teile haben. Dann fangen wir mal an, damit das Auto heute noch zusammenzubauen. Das kriegen wir jetzt noch hin. So, fangen wir an, würde ich sagen. Gehen wir auf die Aufhängung, damit wir hier nach und nach alles wieder zusammenbasteln können. Katalysator rein. Das Flammenrohr natürlich drauf. Hitzeschutzblech rein. Alles neu an dem Autochen. Die Bremsscheibe innenbelüftet kriegst du noch mal rein.
Bremsbeläge nochmal neu. Bremssatteltyp A nochmal neu. So. Gut. Gut, gut, gut. Stabil rein. Die Koppelstange natürlich rein. Da fehlt doch mindestens noch was, oder? Ach, hier fehlt noch ein kleines Teilchen, ne? Wahrscheinlich, oder? Radlager. Kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht? Ich will. Nee, auch nicht. Ist drin? Hä? Wo ist denn da jetzt das Problem an der Sache? Wo findest du? Fehlt denn da ein Teil? Ja, gut, es kann sein, dass das, weil das Getriebe noch nicht drin ist. Dass da noch ein bisschen was rein muss. Dass das noch nicht funktioniert. Das ist klar. So, weiter geht's. Auf der Seite hier. Fangen wir erstmal mit dem Getriebe an, dass wir da weitermachen können. Warte mal, ein bisschen näher ran, damit wir ein bisschen was sehen. So, das Getriebe rauf. Ja, dann sieht das schon wieder alle deutlich besser aus hier. Dann kann der Anlasser wieder ran. Ja, der kann natürlich nur vom Motorraum angemacht werden. Natürlich kann er nur vom Motorraum angebaut werden. Ja, bin ich auch überrascht. Egal, alles gut. Rein damit. Wir können ja durch unser kleines Upgrade hier ein bisschen schneller bauen. Aber wie gesagt, wir werden das Auto heute noch auf die Bahnbrücke bringen. So. 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 Bremsbescheibe drauf. Bremsbeläge drauf. Damit wir alles nochmal neu machen können. Also alles wieder neu machen können. Das Auto wieder auf die Bahn bringen können. So, nicht vergessen, das Radlager wieder einzubauen hier. Und dann kann auch die Antriebswelle wieder drauf. Dann geht hier unten noch ein Querlenker runter. Fast alles neu gemacht schon. Die Spurstange drauf. Der Spurstangenkopf drauf. Dann kann das, die Seite schon mal abgearbeitet, abgehakt werden. Und ich glaube, die andere Seite direkt mit hinterher, oder? Nee, aber da fehlt nämlich noch hier das Teil. Nämlich die Antriebswelle auf der anderen Seite, die ja neu gemacht werden muss. Und dann hätten wir's. Keine Sorge, das Heck machen wir gleich. Gut, dann setze ich ihn kurz einmal runter, bevor es dann weitergeht, weil ich muss noch das ABS-Dings einbauen. Und dann hätten wir das Steuergerät natürlich noch rein und der Anlasser, der muss auch noch ran. So, und gucken wir mal, warte, jetzt haben wir es vergessen. Da unten ist nämlich noch der kleine Anlasser hier, der möchte nämlich auch noch ran. Dann hätten wir, glaube ich, vorne fertig. Und dann packen wir die ganze Schose nach hinten und bauen weiter an unserem Auto zusammen. Die Bremsscheibe. Rein damit. Ach ja, da kriegt einmal komplett ein volles Programm. Vorne, hinten. Luxus. Rauf. Dann hoffe ich, dass wir alles haben. Dann gucken wir mal gerade kurz, ob hier die andere Seite noch fertig gemacht werden kann. Schnell.
Und dann passt das nochmal bei etwas über 20 Minuten. Das kriegen wir noch hin. So. Bremsbeläge drauf. Die Bremssattel drauf. Felge Aurora drauf. Ja, und dann hoffe ich, dass wir alles eigentlich haben. Ich check nochmal durch. Nö. Nicht ganz. Der Abgaskümmer fehlt noch vorne. Dann hätten wir sie alle. Dann müssen wir doch nochmal die Motorhaube. Aber dann sind wir soweit. Alles sind wir durch. Hup. Motor. Abgaskümmer. Was war jetzt komplett? Volle Programm. Alles drauf. Alles Schreibchen fest. Dies passt. So. Fertig. Auto ist fertig. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Unter Dach und Fach. So, setzen wir diesen Sportwagen hier schon auf die Hebebühne. Gucken wir mal den anderen Auftrag an. Einen weiteren. Repariere die Karosserie. Och, wir haben mal wieder was mit. Wir haben mal eine Karosserie. Okay. Gut. Liebe Leute, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und dann schauen wir mal uns den zweiten, der hier noch steht, an. Und ja. Dann haben wir das Ding hier. Und dann haben wir das Ding und dann haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. Gut, wir sehen uns wieder morgen um 16 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen.